Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorschau auf die obere Ruhrtalbahn in Zusi. Heute fahren wir das kurze Stück von Neheim-Hüsten nach Arnsberg in Westfalen. Hier eine kleine Außenansicht mit dem Empfangsgebäude und der westlichen Ausfahrt. So, die Türen schließen und ich überlasse dem Autopiloten das Feld, der uns sicher Richtung Osten fahren wird. Neheim-Hüsten ist eine industriegeprägte Stadt mit großer Leuchtenindustrie. Man nennt sie auch die Lichterstadt oder Leuchtenstadt. In Neheim-Hüsten haben zwei nicht bundeseigene Eisenbahnen ihren Ursprung. Rechter Hand die Anlagen der Röhrtalbahn nach Sundern und links die Ruhrlippe hinter dem Gebäude, die Ruhrlippe-Kleinbahn nach Arnsberg Süd und Arnsberg Jägerbrücke. Wie man sieht, sind in Neheim noch einige abschließende Arbeiten an Gebäuden auszuführen. Aber auch hier biegen wir landschaftstechnisch in die Zielgerade. Wir verlassen den Bahnhof jetzt ostwärts und vier Gleise begleiten uns dabei, nämlich in der Mitte die beiden Ruhrtalgleise und rechts und links die NE-Bahn. In Höhe des nächsten Schrankenpostens zweigt die Röhrtalbahn in Richtung Sundern nach rechts ab und auch die Ruhrlippe-Kleinbahn wird uns gleich über die Ruhr verlassen, nämlich in Höhe des Haltepunkts Hüsten Ost, wo gleich auch noch das alte Empfangsgebäude links kurz sichtbar werden wird. Ab hier beginnt die bis dahin relativ flache Ruhrtalbahn dann doch deutlich zu steigen und was für unseren Triebwagen keine große Herausforderung darstellt beim Beschleunigen, macht sich bei einem 218 geführten langen Schnellzug dann durchaus schon bemerkbar. Die hier zugelassenen 120 km/h zu erreichen, da quält die Maschine sich schon recht kräftig. Aber das ist auch somit die letzte Gelegenheit, bevor es dann ab Arnsberg deutlich langsamer vorangeht. Auf der Strecke existierten früher eine Menge mechanischer Blockstellen, doch die sind seit etwa den 60er Jahren passé und wurden in der Nachbildung für Zusi entsprechend auch nicht mehr berücksichtigt. Lediglich die Wärtergebäude, die noch hier und da existieren und sich allesamt in privater Hand befinden, sind nachgebaut. Arnsberg und Neheim-Hüsten stellen eine Doppelstadt dar. Interessanterweise firmierte Alt-Arnsberg in den Postleitzahlen auch immer als Arnsberg 2, während Neheim-Hüsten Arnsberg 1 war. Und entsprechend haben sich dann schon mal LKWs verfahren und sind in Alt-Arnsberg gelandet, wo sie doch im Industriebereich Neheim-Hüsten landen wollten. Ja, die Altstadt von Arnsberg ist auch deutlich attraktiver. Das ist die sogenannte Gute Stube, auf die fahren wir gleich zu. Da sehen wir im Hintergrund dann in der Silhouette auch spannende Bauten angedeutet, so zum Beispiel den Glockenturm. Also wer mal in Arnsberg vorbeikommt, dort auszusteigen und ein wenig spazieren zu gehen, lohnt sich auf alle Fälle. Die Stadt ist sehenswert. Das muss ich natürlich sagen, denn dort habe ich meine ersten Jahre verbracht und bin ein paar Jahre dort zur Schule gegangen. Von daher etwas Lokalkolorit darf hoffentlich sein. Genauso wie ich unter dem Viadukt, den wir jetzt gleich queren werden, eine Zeit lang dann auch Fußball gespielt habe. Also von daher ist das hier recht vertrautes Terrain. So, wir bremsen entsprechend ab, um die enge Kurve über das Ruhrtal-Viadukt zu nehmen. Müssen auf 70 km/h runter und das Ganze ist natürlich dann auch schon durch PZB abgesichert. Ein
An das Viadukt schließt sich der knapp 200 Meter lange Schlossbergtunnel an. Das ist der kürzeste Tunnel im Ruhrtal. Und wir queren jetzt in kurzer Folge mehrfach die Ruhr. Direkt hinter dem Tunnel befindet sich der Bahnübergang der früheren der heutigen Bundesstraße 7. Und die nächste Ruhrbrücke schließt sich an, während wir in den Bahnhof ausrollen. Das war es auch schon wieder. Ich darf mich für die Mitfahrt bei diesem kurzen Trip bedanken. Und denke, wir sehen uns wieder bei der nächsten Vorschaufahrt auf der oberen Ruhr.